Voller Vorfreude warten Stefanie Rupert und Alia Avci auf das Anlegen des Marineversorgungsschiffes Frankfurt am Main. Die Männer der beiden jungen Mütter waren knapp 5 Monate im Einsatz im Mittelmeer. Die beiden Töchter sind gerade erst geboren, als die Väter aufbrechen. Jetzt sehen die Männer ihre Kinder zum ersten Mal für längere Zeit. Gerade mit dem ersten Kind und die enormen Entwicklungsschritte, die Kinder machen, ist es schon, ja, die Vorfreude ist einfach unbeschreiblich. Also das kann man gar nicht in Worte fassen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass der Papa jetzt endlich zu Hause ist. Also ich muss sagen, enorm. Es ist das erste Weihnachten mit unserer Tochter und es ist natürlich super, dass wir im Kreise der Familie jetzt zusammen sein können, ne? Und das auch genießen dürfen. Und sie sind nicht die Einzigen, die heute Vormittag in Wilhelmshaven auf die Soldatinnen und Soldaten warten. Viele Angehörige sind gekommen, um ihre Liebsten zu begrüßen. Die Familie wartet zu Hause. Ich bin heute die Vorhut und hole meine Tochter ab. Wir freuen uns richtig drauf, dass er jetzt endlich wieder nach Hause kommt. Früher hat meine Frau mich abgeholt und heute stehen wir hier und holen unsere Enkel ab. Das Schiff war im Rahmen einer NATO-Mission zur Informationsgewinnung über Migrationsbewegungen und Schleuseraktivitäten in der Ägäis unterwegs. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Israel musste die Besatzung dann kurzfristig länger im Mittelmeer bleiben, um sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Heute dürfen die Angehörigen an Bord gehen. Der Einsatz ist auch an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen. Es ist kein gutes Gefühl, sich in sein warmes Bett zu legen und zu wissen, okay, der Mann ist nur ein paar Seemeilen vom Ort entfernt, wo gerade Krieg herrscht. Das ist, also ich bin selber Kriegskind aus den 90er Jahren aus Bosnien-Herzegowina und das ist, macht ganz viel mit einem. Es war irgendwie schon eine andere Situation als sonst und wir hatten Angst. Also wirklich, also das war sehr bedrückend, beklemmend und man wusste einfach überhaupt nicht, was passiert jetzt nun. Und ich habe mir das erste Mal auch die Frage gestellt, kommen die gesund nach Hause wieder? Gesund nach Hause gekommen sind sie alle. Einem besinnlichen Weihnachtsfest mit der Familie steht damit nichts mehr im Wege.